Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sacred 1. Das letzte Mal war es ja nicht ganz so erfolgreich. Wir sind das erste Mal draufgegangen. Es war doch eher aus Dummheit. Ich hätte ein bisschen aufpassen sollen und mich nicht in die Menge von Dunkelelfen stürzen sollen. Wer es sich angucken möchte, kann sich gerne nochmal die vorangegangene Folge bis zum Schluss zu Gemüte ziehen. Aufgrund meiner Dummheit habe ich nicht geladen, das Spiel, sondern habe mich dafür entschieden, einfach wieder weiterzuspielen. In der Zwischenzeit bin ich aber offscreen etwas gewandert von Mascarell zurück, und zwar zu dieser Weggabelung, wo wir ja den Boten getroffen haben und wo wir uns um die Aufgabe der Elfen gekümmert haben. Das hat uns ja weiter nach hier oben geführt. Und hier hat es uns dann auf dieser Lichtung erledigt. Ich musste also doch ein bisschen vorsichtiger das nächste Mal sein. Ich habe mich entschieden, jetzt zuvor erst einmal in diese Burg zu gehen, also die Hauptquest. Erstens, um dort ein bisschen Ware loszuwerden. Vielleicht kann man sich auch nochmal die eine oder andere gute Waffe oder Rüstung holen. Ich weiß gar nicht, ob man auch die Begleiter ausrüsten kann. Aber wir haben ja auch eine Waldelfin verloren. Die ist im Kampf leider draufgegangen. Und das ist eben schade, ja. So, okay. Also, wir wandern jetzt hier rein. Und dann haben wir hier unsere erste Quest. Ich glaube, mit Fragezeichen und Ausrufezeichen ist die Hauptquest. Sprechen wir doch mal mit wem? Mit Soldat Erdalo. Findet bitte meinen Wolf Gambit. Nee, oder doch nicht, wa? Ist doch eine Nebenquest. Okay. Heute Morgen musste ich feststellen, dass mein Wachwolf Gambit verschwunden ist. Es kommt schon mal vor, dass er alleine im Wald umherläuft, aber nach ein paar Stunden ist er spätestens wieder da. Ich mache mir langsam Sorgen um ihn. Würde es euch etwas ausmachen, kurz nach ihm zu schauen, da ich im Moment meinen Posten nicht verlassen darf? Haltet euch südwestlich? Da ist eine alte Höhle, von der ich ihn schon öfter gefunden habe. Vor dir. Nehmen wir an. Wir brauchen etwas. Das ist, glaube ich, die Tauschkiste. Genau. Da können wir so ein bisschen Zeug umlagern, um unser Lager hier ein bisschen frei zu machen. Da können wir auch gern dieses ganze Zeug einlagern. Ich glaube, das brauchen wir erst einmal nicht, weil... Ach nee, den Ring nicht. Weil unsere Fähigkeiten noch stärker zu machen, da ist der Cooldown einfach länger. So, ich glaube, das soll reichen. So ein bisschen Zeug brauchen wir ja. So, dann haben wir hier, den... Ein Zwerg kann ich reiten, genau, das ist wirklich nur fürs Reiten gedacht. Also so ein Händler wäre nicht schlecht. Schauen wir mal, haben wir hier noch ein paar Aufgaben? Nee, sieht nicht so aus. So. Okay. Ah, das ist... Was hat er denn hier für eine? So. Hab Dank für die Eskorte meiner geliebten Vilja. Für eure neue Mission redet mit meiner Zauberin Sharifa. Mhm. Die Enthüllung des Verrats de Mordrays vermag uns leider zu nichts mehr nützen. Soeben erreichte mich die Nachricht, dass mein Vater, König Arnum, verstorben ist und de Mordray nun die Kontrolle über das Reich hat. Wenn ihr eure Mission für Sharifa erfüllt habt, sucht in der Hauptstadt nach mir. Mhm, okay. Und? Ich halte nichts von Hokuspokus. So, okay, das ist die Zauberin. Fahren wir fort. Das Rätsel um das Eindringen der Orks in unsere Länder ist zu entschlüsseln. Meine Weisung sei diese. Findet die Ork-Schamanin von Khorat Nur. Die Orks selbst scheinen nicht erobern zu wollen. Sie fliehen. Etwas treibt die Orks aus ihren Ländern. Die Ork-Schamanen werden ihre Götter gewiss bereits gefragt haben und könnten über Antworten verfügen. Sucht sie auf und findet heraus, was sie wissen.
Im Zweifelsfalle untersucht, was die Überreste ihrer toten Körper zu sagen haben. Ich öffne euch ein Portal, welches euch nach Erkenbörr bringen wird. Geht nun und viel Glück. Okay, alles klar. Also wir müssen... Festung der Orks. Okay, also wir sollten dieser Aufgabe weiter folgen. Ich glaube, das erlischt aber nicht. Es wäre ganz gut, noch die Nebenquest zu erfüllen. Hier können wir wirklich nichts verkaufen. Hier ist kein Händler. Warum sollte auch mitten im Wald ein Händler sein? Schauen wir uns kurz auf der Karte an, wo sich die Nebenquest befindet. Ach hier, der Wachwolf. Und dann werden wir tatsächlich Folgendes machen. Tut mir leid, liebe Leute, wenn ihr noch die Dunkelelfen-Quest wollt. Aber ich würde mich noch ein, zwei Stufen stärker machen wollen, indem ich der Hauptquest weiter folge. Und dann werden wir das mit den Dunkelelfen nochmal probieren. Ich glaube, das könnten wir versuchen, oder? Ja, wir haben ja noch immer die Begleiterin, ne? Es wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, die Aufgabe auch zu erfüllen, damit wir die Begleiterin loswerden. Weil wenn die drauf geht, geht sie drauf, oder? So, machen wir erstmal den Wachwolf. So. Wir sollen südwestlich gehen. Ach, ist weg? Oder? Ach nein. Die Baroness hat sich losgesagt von uns. Und jetzt haben wir nur noch die Waldelfin hier. So, gehen wir mal einen Schritt nach oben. Stimmt, jetzt sind wir ja quasi wieder allein. So, aber hier waren wir noch nicht. So, suchen wir den Wolf. Es ist nicht mehr weit. Genau, es ist nicht mehr weit. So, da haben wir noch ein Bier. Ja. Ah. Ein freundlicher Wolf. Ah, der folgt uns jetzt? Ach, das war's. Wenn wir hier in die Höhle reingehen. Kommt, lass uns mal in die Höhle reingehen. Das wird keine gute Idee sein. Der schon etwas stärker. Ein Silberkeiler. Na, noch sieht das ganz gut aus. Aber ich denke, wenn wir schon hier sind. Ich finde es immer faszinierend, wenn die Tiere Gold dabei haben. So. Aber das war's wirklich. Nur eine kleine Höhle. Ein bisschen Gold. Haben wir unsere Begleiter nicht allzu viel Gefahren ausgesetzt. So. Ah, da ist wieder ein Wolf. Ein Bär. Ah. Das war knapp. Ich habe immer auf dem Felsen geschossen. Hervorragend. Und hätte uns jetzt fast unsere Begleiterin gekostet. So. Liefern wir den Wolf ab. Na, das war klar. So. Die Geräusche, wenn die drauf geht, das ist immer. So. Ups. Ups. Ich glaube. Na Gott sei Dank, dass ich das aufnehme. Irgendwie ist unsere Begleiterin jetzt doch irgendwie draufgegangen, oder? Oh, weia. Können wir überhaupt noch die Quest machen oder hat sich die in der Zwischenzeit erledigt? Aber ich glaube ich nicht, ne? Ich kann ja kurz mal in das Logbuch reinschauen. Die Ebene von Tyr Hadar. Ich glaube, wenn die
Sie bringen mich erstmal ins Jagdlager zu ihrem Anführer, der mir genaues erzählen wird. Also, die können mich jetzt nicht mehr hinbringen. Geht nicht mehr, die sind draufgegangen. Ich muss den Weg jetzt allein finden. Oh, Asche auf mein Haupt. So, aber erstmal, so, herzlichen Dank, sagt er. Liefern wir ab. Alles klar. Muss ich mir selber das Video mal anschauen. Ich glaube, irgendein Gegner hat die zweite Waldelfin erwischt. Oder die hatte keine Lust. Ich kann ja noch mal kurz den Weg zurückgehen. Vielleicht hat die keine Lust mehr, sondern sagt, passt auf, mach deinen Scheiß allein. Ich gehe wieder zurück. Ach, da steht sie wieder. Ist doch nicht draufgegangen. Ja. So, bitte unternehmt etwas gegen diese abtrünnigen Elfen vom eisigen Volk. Ah, da ist es wieder. Aha, jetzt hat sie sich also wieder angeschlossen. Das heißt, wenn ich zurückgehe... Na, das hätte ich wissen sollen. Okay, gut zu wissen. Alles klar. Na Mädel, dann warte mal da oben. Ich komme wieder. So, wir werden etwas stärker werden. Wir werden etwas stärker werden, ist auch toll. Lasst uns etwas stärker werden. So, das ist besser. Indem wir der Hauptquest folgen. Außerdem müssen wir ein bisschen Zeug loswerden. Mein Rucksack, der füllt sich langsam. Und ich glaube, wir springen wieder nach oder gen Süden. Bevor wir geplündert haben. Ist aber nichts drin. So, können wir hier durchgehen? Na, jetzt. Jetzt geht's. So, wir sind in einem Lager. Aber wo genau? Schauen wir uns das auf der Karte an. Auf der Weltkarte. Oase von Ahiltar. So, Urkenburg kennen wir ja noch. Ich glaube, ja, hier waren wir in Urkenburg. Dann haben wir uns hier so ein bisschen umhergetrieben. Und jetzt sind wir hier unten irgendwo. Hier. Und hier müssen wir hin. Valors Pläne. So, bevor wir das tun, können wir wieder ein paar Quests annehmen. Da haben wir einen Oasenbewohner. Suchte den verwahrlost aussehenden Zauberer. Habt ihr von dem alten verrückten Zauberer gehört, der etwas nordöstlich der Oase ein rätselhaftes Spiel anbietet? Dem Gewinner soll eine große Belohnung winken. Ich verliere das wieder. Doch bisher ist keiner, der auf sein Spiel eingegangen ist, je wieder lebend gesehen worden. Wollt ihr es versuchen, das Rätsel zu lösen? Sucht den Zauberer und sagt, dass ich euch schicke. Na klar, machen wir das. So, hier haben wir noch was. Ein einsamer Soldat. Welch Fügung des Schicksals, euch hier wiederzusehen. Und ihr bringt mir eine Haarlocke meiner Liebsten? Ich danke euch. Dies wird mir ein Trost in den kalten Wüstennächten spenden. Viel habe ich nicht, was ich euch geben kann. Doch bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Okay, meine Aufgabe gelöst. Ich glaube, das war die letzte. 3080 Punkte kriegen wir dafür. Und weiter nichts. So, dann haben wir hier noch, der sieht aus wie ein Kommandant. Ja, ist es auch. Das ist Mario Kani, der Kommandant von Ahiltar. Im Dienst Valor stehst du. Dann mache dich gleich nützlich. Finde drei meiner Kundschafter, Speer und Fährtenleser in der Wüste. Bringe ihnen die Kunde, dass sie zurückkehren sollen und sei wachsam hier, denn in der Wüstenei der Orks ist ein gefahrvoller Grund. Oh, und willkommen in der Oase von Ahiltar, wo die getreuen Valors in der Sonne schwitzen. Zählt auf mich. Haben wir noch ein bisschen Aufgaben? Und da draußen sind sie schon wieder. 24er. Magie ist auch schon einer. Bringt mich hier nicht weiter. Und noch einer. Wow.
Also das kostet? Das kostet? Ich ziehe mich erstmal zurück. So. Jetzt haben wir ihn. Das kostet ganz schön. Also ich glaube, meine Muskete ist hier irgendwie... So, jetzt haben wir ihn. Also ich glaube, ich brauche stärkere Waffen. So, haben wir hier irgendwo einen Händler? Liebe Leute. Hier hinten. So. So, hier haben wir noch eine Aufgabe. Schnell die Aufgabe nehmen. Och, noch so viel zu lesen. Okay. Das ist Kontaktmann Hilpert. Geht nach Kuratnur und findet die Nachricht des Agenten. Mein Name ist Hilpert und ich arbeite mit den Agenten der Krone zusammen. Wir beobachten die Truppenbewegungen des Feindes nun schon seit geraumer Zeit und versuchen daraus unsere Schlüsse zu ziehen. Nach unseren Plänen müsste Agent Hadak eine neue Nachricht für uns deponiert haben, tief im Feindesland. Keiner unserer Mannen ist nur ansatzweise so kampfstark wie ihr. Darum möchte ich euch im Namen der Krone fragen, ob ihr für uns diese Nachricht abholen könnt. Wir können euch dafür allerdings leider nicht viel mehr als unseren Dank anbieten. Was denkt ihr? Wir nehmen an. Meine Kanone für euch. So, okay. Jetzt wollen wir ein bisschen verkaufen. Bahamuts Klinge, irgendwie ist egal. Weg damit. Chance bei Treffer Gold vom Gegner zu halten plus 5%. Das nutzt ja nur, wenn ich den Dunkelelfen spiele. Ja. Was haben wir denn hier für eine Muskete? 123 bis 144. 123 bis 116 bis 53. Fernkampf und Geschwindigkeit, eine oben drauf. Und hier Fernkampf, eine oben drauf. Die ist schlechter. Die ist leider schlechter als die, die ich drauf habe. Jetzt wird es aber langsam Zeit, dass die hier mal ein bisschen bessere Ware anbieten. Ich habe hier schon einige Punkte investiert. Ein zerrissener Gürtel, Schutz 11. Schutz 12 haben wir drauf. Kann ich das jetzt? Alwins standhaften Schulterpanzer kann ich verwenden. Erwarteter Schutz 65. Erwarteter Schutz 40. Ja, das ist schon besser. Ja, wenn ich den anlege. Oh, Resistenz von 488 auf 646. Das geht. Angriff ist schlechter. Verteidigung auch. Lebensenergie. Auch weniger. Aber die Rüstung ist von 4 auf 10. Seht ihr das da oben? Und ich habe die Möglichkeit, noch zwei Dinge rauf zu stacken. Kriegerischer Helm der mutigen Vampiren. Brauche ich nicht. Waldelfe nicht. So, diese Waffen kann ich auch wegmachen. Na, so viel kann ich gar nicht verkaufen. 14 bis 26 an erwarteten Schaden. Jadering. Meditation brauche ich dafür. Na, so viel konnte ich jetzt auch nicht verkaufen. Ich behalte mal diesen Schulterpanzer trotzdem noch sicherheitshalber drauf. Ich schaue mal bei Verschiedenes, ob wir hier irgendwas... 14 bis 26, den hatten wir. Gesalbtes Amulett des Kaisers, erwarteter Schutz 68. Was haben wir denn als Amulett drauf? Einmal 71 und einmal 67. Also die Amulette, die wir drauf haben, sind besser. Aber kann ich nicht dieses Amulett nehmen und das Amulett irgendwo raufstecken? Wir schauen uns mal die Rüstung an. Haben wir da was Wertvolles? Kriegerische Rüstung des Heerführers.
brennende Rüstung der Glorreichen, 121 als Schutz und hier 167. Geschick ist besser. 12% auf Angriff. Special Moves. Die Resistenz ist auf jeden Fall gut. Und wir können stacken. So. Das war ein Geschäft. 56.000 oder sowas ausgegeben und 7.000 für dieses Teil bekommen. Na komm. Obwohl, Geschick bringt uns noch nicht mal was. Doch, bringt uns was. Geschick. Doch, doch. Das ist ja eine Fähigkeit. So, liebe Leute. Das war's. Oder können wir hier noch die Kanone auswechseln? Na, auf allen Fertigkeiten ein Punkt. Ist immer noch gut. Erwarteter Schutz 55. Obwohl die natürlich hier besser sind. 71 und 72. Ja, aber da sind so ein paar Sachen drauf. Waffenkunde wäre toll, aber Zwergenstahl bringt uns nichts. Eingraben. 24% auf Angriff. Angriffstempo plus 10. Also wir nehmen das mal für 34.000. Ich schaue mir kurz die Werte an. Der Angriff steigt von 200 auf 261. Das ist gut. Ich werde den trotzdem behalten. Die verzauberte Kanone wegen den Fertigkeiten. Und wir werden schauen, wie wir uns halten. Naja, so richtig gut ist es nicht. So, wer ist das? Gunther der Seher. Begebt euch zu der verfluchten Tempelruine und vernichtet die furchtbare Kreatur. Mein Name ist Gunther der Seher. Seit Wochen plagen mich heftige Albträume von einer entsetzlichen Kreatur, die in den Ruinen des Wüstentempels lauert. Niemand hier nimmt mich ernst. Aber glaubt mir, es ist dort und es plant etwas Furchtbares. Wenn ihr euch um das Wohl der Welt sorgt, dann bahnt euch bitte den beschwerlichen Weg zum Tempel und vernichtet den Dämon, bevor er aktiv wird. Sobald ich meine Flinte geputzt habe. So. Wir können hier oben nochmal schauen. Ah, da haben wir den Schmied. Den werden wir vielleicht brauchen. Jetzt noch nicht. Oder doch, können wir doch machen, oder? Wir müssen ja nicht unbedingt irgendwelche Gegenstände raufstecken, sondern wir können das ja auch so machen. Hier, den Schulterpanzer. So, und dann können wir ja 12% auf Angriff. Wir können Resistenz drauf machen und Verteidigung. Komm, wir machen einmal Angriff. Und nochmal Angriff. Oder? Verteidigung, das ist auch ganz gut. So, Angriff und Verteidigung machen wir auf. Zack. So. Aha. Aha. Also wir hatten ja bisher nur die Ikonen. Hier oben zeigt er tatsächlich, also ist es tatsächlich so, dass... lass mich mal kurz schauen. Wo haben wir das denn hier? Alvin. Ja. So, wo haben wir den anderen grünen Gegenstand? Hier irgendwo? Lass mich mal kurz durchschauen. Da ist er noch. Hier. Ach doch. Der muss anliegen. So. Hier oben zeigt er die Set-Gegenstände an. Es gibt also tatsächlich bei Alvin und Mozognias oder Mognoxir, Mozognia, so Mozognia, sechs Gegenstände. Also tatsächlich sind Set-Gegenstände, die ich hier drauf habe. Und wenn ich die vollständig habe, dann bringt das sicherlich nochmal was. Aber das zeigt dann nicht an, was. So, okay. So, jetzt sind wir wieder gut gerüstet.
Speichern. Und jetzt werden wir... Oh, hier haben wir noch eine große Truhe. In der nächsten Folge... Ein geißelndes Schwert, okay. In der nächsten Folge ein paar Nebenquests machen. Ziel sollte sein, dass hier wir vielleicht nochmal eine Stufe aufsteigen. Vielleicht auch zwei Stufen. Der Gegner scheint hier ziemlich stark zu sein. Wir sind jetzt allein. Mal sehen, wie weit wir kommen. Das sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut, euer BRP. Tschüss, Leute.